Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Rollemingmanns, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Dragon's Dogma. Und beim letzten Mal haben wir ja jetzt diesem komischen Dude da, haben wir jetzt, ja, eigentlich die scheiß Arbeit für den erledigt. Wir sind noch nicht einen Penny reicher, aber gut, ja doch, wir sind schon ein bisschen reicher. Ich denke auch, dass wir jetzt im, na, wie soll ich sagen, dass wir, wenn wir jetzt in das, die haben noch Heiden. Nee, haben die, stimmt, ich habe den ganzen grünen Lattich ja schon angenehm genommen. Dass wenn wir jetzt ins, wir gehen jetzt da wieder mal zurück in dieses komische Kaff hier und ach lol, kriegen wir sogar auch noch mal Kohle von dem anderen, ne? Ah, nice. Oi, many thanks for passing. As I hear it, you even assisted him in gathering. Anyway, you've been a great help. Ach nice one, und wir haben sogar jetzt auch noch ein Endstufenaufstieg. Status. Kann ich da irgendwas verändern oder so? Laufbahn Rang 1. Ah, hier können wir sogar Waffenfertigkeiten. Sturmattacke. So. Okay. Okay, ich glaube irgendwie, dass das ziemlich scheißegal ist, was wir da machen. Ja. Ich würde jetzt aber mal mit der noch mal reden. Das ist schön, wenn du gute Sachen zu verkaufen hast. So, brauche ich alles gar nicht. Wir haben jetzt 1977. Damit sollte man schon mal einen Fußsoldatenharnisch kaufen. Könnte ich dir jetzt vielleicht sogar noch einen Helm oder sowas? Ja, an sich, wenn wir, wenn schon, denn schon, also dann kaufen wir das auch schon, ja. Jetzt können wir, jetzt reden wir weiter. Geil. Hey, yo. You a soldier? To be a surprise. We've had to start sending out new. Is that so? Lachlan. But I dare say he'll fare all. Aye. I expect he will. Ocado. To be honest. What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fine. I want to go to it, say. You seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short way. You've my thanks. And Ocado's as well, I'm sure. Okay, eine Warnung zum Auftrag. Ach du Scheiße, mal beeinflusst, okay. Let us make haste, that no life may be lost on our account. Das heißt, wir, ich meine. Ach lol. Scheiße. Aufträge. So. Tutoren eines neuen Rekruten. Ich denke mal, wir können uns das jetzt einfach mal die Zeit nehmen und tatsächlich mal nach dem. Warte mal, ist da irgendwo vielleicht irgendwas, das wir übersehen haben? Ich denke mal, safe, ne? Ha, lol. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Geil. Herr der Blitze. Das sieht nach Kohle aus. Ach, da ist sogar noch jemand, der mit uns reden könnte vielleicht. Weil manchmal ist es, weil halt die Aufträge, die bringen halt extremst viel Kohle. Haben wir ja gerade eben gesehen, das hat mir jetzt hier gerade einfach mal ein Harnisch finanziert, als ich so ein bisschen Dreck da zusammengesucht habe. Geil. Pray, allow me to open yon chest. If your plane arisen in search of preferable treatment, you'll be so. Okay, lol. Geil. Klatsch, voll so ein Bauchplatscher hingelegt. Der hat ganz schön Sprint drauf, der Kerl, ey.
Leo, auf dich ist Verlass. Ist auch der Einzige, auf den wirklich Verlass ist. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt wenigstens mal unsere Rüstung haben hier. Natürlich ist... Was ist denn das? Ah, ich habe gerade gedacht, es hat sich bewegt. Okay. Ach, geil! Lazarus-Splitter haben wir jetzt gekriegt. Das sind sau wichtig, die Teile. Weil man kann nämlich aus diesen Lazarus-Splittern, das weiß ich, kann man nämlich auch Lazarus-Steine craften oder kombinieren. Und die Teile sind tatsächlich gar nicht schlecht, um dann am Ende auch nochmal, also sage ich jetzt mal, nochmal ein extra Leben zu bekommen. Ach, guck mal hier, die Schweine, die warten eigentlich nur darauf, dass wir hier kommen. Aber nicht mit mir, nicht mit mir. Heidelbeere ist gut, kann man gebrauchen, würde ich jetzt mal so behaupten. Wie viel das uns jetzt einbringt, fragt mich nicht, ne? Ich frag mich eigentlich, was es bringt, wenn ich hier so einen Fisch oder sowas, so einen schönen, knackigen Fisch da so sammel. Dann bestimmt auch zu irgendeinem Trank oder... Ach so, den kann man ja auch fressen, stimmt, ja. Stimmt, das kann man ja auch essen. Ach, geil. Ah, gibt sogar Kohle. Gezackter Knochen, nice. Wenn man hier das... Geil. Okay, sowas habe ich vermisst ein bisschen bei den Spielen mittlerweile, dass da... Ich meine, da ist natürlich jetzt nicht immer so das krasse Zeug drin, aber so ein Apfel, da kann ich beispielsweise mir einen Trank draus craften, läuft. Läuft bei uns. Your fishies. Have you forgotten something, Arisa? You're looking rather lost. Lol. You look rather lost. Nice, danke. Danke. Jetzt weiß ich auch, warum die Airwurz. So. Die schnappen wir uns jetzt hier oben. Die holen wir uns. Die machen wir fertig. Ja, okay. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early Griffin gets the worm. Oh, leck mich. Du dumme Sau. Ich überlege halt auch, ob es vielleicht auch mal geil wäre zwischendurch, also wenn ich mich ein bisschen an das Spiel hier ein bisschen gewöhnt habe, dass ich tatsächlich auch mal vielleicht einen Magier mache, zwischendrin. So mal so ein Laufbahnwechsel gibt's ja, ist ja nicht festgelegt, was man ist, so. Kupfererz, geil. Nice. Konnten wir uns hier ein paar, konnten wir uns ein bisschen was gönnen von denen. Ich persönlich finde das Spiel eigentlich gar nicht schlecht, ich mag's. Ist auch mal eine Abwechslung mal zu Schatten des Krieges. Und ich denke, also ich meine, wenn es tatsächlich sich alles so auch läuft, dann haben wir, ich bin halt auch gerade dabei, eine Truppe zusammenzustellen für Sea of Thieves, dass ich mit denen zock. Derzeit sind wir bis jetzt, sind nur zwei Kollegen von mir, die tatsächlich Sea of Thieves zocken können, weil das ist ja daran gekoppelt, dass man, ist irgendwas. Okay, lol. Ach so, lol, wir müssen dem helfen. Scheiße. Ja, lol, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, lol. Es geht ab. Ey, ist das geil, Kira! Scheiße, scheiße, scheiße. Focus your strength, Arisen. Oh, danke dir, Alter. Stirb, du scheiß Vieh.
Es sah aus, als hätten die gerade so ein so High Five gegeben. Cool. Is that all of them? Ja. You have my thanks. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, you saved me this time. Well, I'd best be heading back. But grazie, mille grazie. Grazie. So, jetzt müssen wir auch noch wieder zurück, um tatsächlich den Bericht zu erstatten. Was ein Scheiß, ey. Das ist ja ein bisschen ätzend. Aber egal. Gut. Wir haben jetzt den Auftrag erledigt und haben diesen jungen Rekruten vor einem grausigen Schicksal. Ich weiß gar nicht, die haben die einfach nur. Also wirklich Schaden haben die ja jetzt nicht gemacht, aber die haben den einfach so müde werden lassen. Junge! Wenn ich mir jetzt mal überlege, wenn ich jetzt neben dem einen hier laufe, das ist ja voll der Ochse. Aber ich glaube, das sind diese katzenähnlichen katzenähnlichen Wesen sind tatsächlich schon deutlich, glaube ich jetzt mal, größer als Menschen. Our party is well balanced. I can see no weaknesses that might be exploited. Ah ja, danke. You ought to have no trouble. Hey, old friend. Many thanks for aiding a. Ja, ja, komm. It was a bit too early for him to be. We'll be extending his training period. Speaking of. We have 1000 gold. A sign of good things to come, mayhap. Such moments make me proud. Okay. To serve the arisen. Ich sollte vielleicht, bevor wir weitergehen, sollte ich ein paar Sachen nochmal verkaufen. Und Quatsch. Verkaufen die einfach ein paar Sachen. Was ist das? Um Schlaf zu halten, geil. Sehr geil. Was ist das? Lazarus Splitter. Ja, den behalten wir selbst mal. Das ist ein Lektürezauberwerk. Ich nehme mich. 250 G verkaufen wir. Kupfererz. Also, dass wir hier zwei. Da kriegen wir schon ein bisschen Gold dafür. Am Anfang verkaufe ich erstmal das ganze Zeug, was ich nicht brauche, weil Versorgernotiz. Verkaufen wir die auch einfach. Ja, nice. Was ist das? Frucht. Ach, geil. Cool. Kann ich was von dir vielleicht sogar kaufen, was mir vielleicht sogar helfen könnte? Fußsoldatenharnisch hatten wir ja jetzt schon. Jetzt könnten wir rein theoretisch einen Kettenpanzer holen. Alter, das wäre natürlich jetzt auch schon kranke Scheiße, gell? Also dieser Kettenpanzer, der hätte natürlich was, ne? Wenn ich der jetzt halt mein Zeug verkaufe, Also, warum eigentlich nicht, ne? Komm, wir kaufen das Ding jetzt und ich verkaufe dann auch gerade, ja, leck mich am Arsch, ey. Ja, aber gut. Besser als gar nichts, ne? Okay. Ja, perfekt. Jetzt haben wir wenigstens mal eine fette Rüstung hier, ey. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut. Eure Lemmingwanze. Bis zum nächsten Mal.